Ja, mit reichlich Verspätung geht's jetzt weiter mit Secure Battleship. Schiffe versenken mit viel Kryptographie. Für diejenigen unter euch, die sich damit beschäftigen, es geht dabei um Zero Knowledge und die Möglichkeit, mit Zero Knowledge Protokollen zu gewährleisten, dass man beim Spiel nicht beschissen wird. Viel Spaß mit Tobias Müller und Lennart Braun. Ja, vielen, vielen Dank für die Einführung. Und vielen Dank, dass ihr alle da seid und euch interessiert zeigt an diesem Thema, das doch, ein bisschen kompliziert ist ab und an. Nicht Kryptographie ist nicht unbedingt ein leichtes Thema und wir versuchen jetzt hier relativ komplizierte Methoden vorzustellen, aber hoffentlich in einer Art und Weise, die das Ganze mehr zugänglich macht. Ich bin Tobi, das ist Lennart. Hi Lennart. Wir sind aus Hamburg, wir sind Kryptografen und diese Arbeit, die wir hier sehen werden, ist Lennarts Arbeit und ich hatte Spaß daran, das zu lesen und wir wollen euch jetzt eben zeigen, wie man Schiffe versenken mit Kryptografie spielt. Schiffe versenken kennen wir alle hoffentlich aus der Kindheit, nicht? Man hat so dieses Brett, 10 Felder, 10x10 Felder und dort platziert man seine Schiffe. Und diese Platzierung der Schiffe, die muss nach einer gewissen Regeln entsprechen. Und dann versucht man sich wechselseitig abzuschießen, indem man Koordinaten rät und dann entweder Schiffe trifft oder nicht, wenn man im Wasser landet, nicht? Also und das geht dann so im Wechsel. Man spielt es wechselseitig. Man sagt dann D5 und der Gegenspieler sagt dann Treffer oder im Zweifel Wasser. Und wenn man alle Schiffe getroffen hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Und ja, das ist so das Spiel ganz grob. Ist jemand im Schiffe versenken nicht bekannt? Alle kennen Schiffe versenken. Gut. Hoffentlich ungefähr nach den Regeln, die ich jetzt beschrieben habe. Schiffe versenken ist ein Kinderspiel und wieso ist das interessant für uns als Kryptografen? Naja, wir haben ein paar Probleme, die wir versuchen wollen, mit Kryptografie zu lösen. Zum einen haben wir das Problem der richtigen Platzierung der Schiffe. Also dieses initiale Aufbauen des Spielfeldes muss nach gewissen Regeln erfolgen, wie gesagt. Und diese Regeln, von denen möchten wir wahrscheinlich, dass sie eingehalten werden, weil wir möchten nicht gerne mit einem Cheater spielen. Und gleichzeitig wollen wir in dem rundenbasierten Abschießen sicherstellen, dass unser Gegenspieler nicht einfach immer Wasser sagt, oder auch wenn wir ein tatsächlich platziertes Schiff getroffen haben. Und diese Fragen kann man mit Kryptographie sich beantworten lassen. Und dazu gibt es verschiedene Primitiven und wir werden hier im Rahmen dieses Vortrags Sachen wie Commitments oder Oblivious Transfer, Zero Knowledge und Secure Two-Party Computation benutzen. Und diese Primitiven wiederum sind Bausteine für größere, komplexere Protokolle oder Projekte, die man machen will. Und wir hoffen, dass wir euch einen Einblick geben können in diese Welt der Kryptographie und vielleicht inspirieren wir euch ja, euer nächstes Projekt mit solchen Primitiven zu machen, um ein bisschen mehr Krypto in die Welt zu bringen einfach, oder? Die einfache Version ist jetzt ein kleines Spielfeld, auf dem wir ein paar Schiffe haben und so eine Runde in diesem Spiel, nachdem wir unsere Schiffe platziert haben. Es sieht eben so aus, dass wir unser Gegenüber fragen, was hast du an A1? Und unser Gegenüber sagt, oh, da habe ich ein Schiff, da hast du einen Treffer gelandet. Nun könnte unser Gegenüber schummeln, nicht? Unser Gegenüber könnte sagen, oh, hier habe ich Wasser, obwohl eigentlich vorher da ein Schiff war. Und diese Situation, die wollen wir eigentlich nicht verhindern, aber wenn sie passiert, dann wollen wir sie erkennen. Und jetzt
kommen wir so langsam zu unserer ersten kryptografischen Primitive, wie wir diese Situation erkennen können. Wir werden, oder wir können, um diese Situation zu erkennen, Commitments benutzen. Commitments, das hört man schon vielleicht aus dem Englischen raus, ist so eine Festlegung. Das ist so eine Aussage, auf die ich mich festnageln lassen muss. Im kryptografischen Sinne erfährt man aber sonst nichts aus dieser Aussage. Also insbesondere erfährt man nicht den Wert der Aussage. Also ich könnte ja trivialerweise meinem Gegenüber mitteilen, dass ich meine Schiffe dort und dort platziert habe. Das wäre der triviale Weg, um den anderen davon zu überzeugen, dass ich nicht schummel. Dann habe ich aber blöderweise die Position meiner Schiffe verraten. Und der andere könnte mich einfach abschießen. Das ist also keine gute Lösung für unser Spiel, weil dann wäre der Spaß weg. Wir möchten also ein Datum transferieren, wir möchten eine Information unserem anderen mitteilen, mit dem er mich später wieder auf meine Aussage festnageln kann, mit dem er später beweisen kann, dass ich ja vorher gesagt hätte, die Situation sei so und so. Commitments haben in der Kryptographie zwei wesentliche Eigenschaften. Mit der Binding-Eigenschaft bin ich auf meine Aussage festgenagelt. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich das nun doch Wasser ist, wo ich vorher gesagt habe, das sei ein Schiff. Gleichzeitig darf mein Gegenüber, dem ich mein Commitment schicke, nicht erfahren, wo meine Schiffe tatsächlich liegen. Und das klingt so ein bisschen unintuitiv, nicht? Also ich möchte jemanden anders von irgendetwas überzeugen, aber ich möchte ihm nicht verraten, von was. Und das ist das, was mich so ein bisschen an der Kryptographie fasziniert, dass die Sachen, die erstmal unintuitiv erscheinen, in der Kryptographie tatsächlich relativ einfach sind. Und andersrum sind manche Sachen, die intuitiv relativ leicht sind, in der Kryptographie relativ schwer. Nun, Commitment Scheme ist so ein bisschen, klingt noch so ein bisschen abstrakt, ne? Also wir möchten irgendwie eine Nachricht schicken, damit wir uns festnageln lassen können auf eine Aussage, also das ist jetzt noch nichts tangible, das ist vielleicht noch ein bisschen wenig konkret. Ein konkretes Beispiel für wo man ein Commitment Scheme benutzen kann, ist das Toincrossing. Das Toincrossing via Telefon. Also wir möchten einen Münzwurf machen, nicht? Also jeder hat da bestimmt schon mal eine Münze geworfen. Das Ergebnis des Münzwurfes ist Kopf oder Zahl, 0 oder 1. Und dieses Ergebnis benutzt man dann für seine randomisierte Entscheidung. Wenn man sich nicht entscheiden kann, gehen wir heute zum Italiener oder zum Thai, dann wirft man eine Münze und dann geht man randomisiert entweder zu dem einen oder zu dem anderen. Und dann möchte man vielleicht zu zweit so eine Münze werfen. Nicht? Also wenn wir jetzt telefonieren und uns fragen, gehen wir heute zum Italiener oder zum Thai, und ich habe vielleicht eine Präferenz für den Italiener, dann möchte mein Gegenüber aber sicher sein, dass ich nicht, naja, in einer Art und Weise schummle, dass ich für meine Präferenz das Ergebnis beeinflusse. Und nun kann man sich fragen, wie schaffen wir es denn, übers Telefon einen Münzwurf zu machen? Ist ja eine legitime Frage, nicht? Also ist ja durchaus ein Szenario, das man sich vorstellen kann. Und ich schicke vorweg, bevor ich das vergesse zu sagen, dieser Münzwurf ist in der Kryptographie auch gerne, wird benutzt, um Zufallszahlen zu ziehen. Nicht? Also man braucht in der Kryptographie auch öfters mal Zufallszahlen und ein Weg, das zu tun ist, eine Münze zu werfen. Und wenn man das gemeinsam machen kann, dann ist es doch eine gute Sache. Insbesondere, weil man mit einer, wenn man eine zentrale Instanz hätte, der man vertraut, eine Trusted Third Party, dann sind viele Sachen trivial. Nicht? Also der Münzwurf, der wäre trivial. Ich könnte meine Trusted Third Party fragen, wie ist denn der Münzwurf? Und die Trusted Third Party sagt eine 0 oder 1. Das geht in so einem dezentralen Modell, wo ich den anderen direkt anrufe, erstmal nicht so gut. Und wir sind ja hier im Chaos-Umfeld und wir möchten Dezentralisierung. Und auf Trusted Third Parties zu verzichten, ist erstmal eine gute Sache. Nun, möchten wir das Telefonbeispiel machen. Wir möchten einen Münzwurf per Telefon machen. Und ich habe da was vorbereitet. Das wird jetzt ein bisschen awkward, weil ich habe
Muss jetzt hier meinen Hals verbiegen, um das hier gut zu machen, weil ich sehe das hier auf meinem Telefon nicht. Um das ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich gedacht, es sei ja ganz clever, wenn ich mich an einer Art Live-Demo versuche. Damit ihr auch glaubt, dass ich nicht nur ein Schnacker bin, sondern auch was machen kann. So, wir sehen hier, ist meine Python-Shell einfach, oder? Und wir werden jetzt ein Protokoll machen, ein sehr einfaches Protokoll, um so einen Münzwurf durchzuführen. Und zwar geht das Protokoll so, dass ich mir erstmal irgendeine random Zahl wünsche. Einfach, oder? Ich generiere mir eine random Zahl, das ist jetzt die 364. Und diese Zahl, die hashe ich. Da nehme ich jetzt einen SHA-1 von der String-Repräsentation von dieser Zahl. Und diese Repräsentation, die versuche ich jetzt meinem Gegenüber am Telefon mitzuteilen. So, jetzt habe ich diesen Hash übertragen. Und dieses Hash ist jetzt mein Commitment. Das ist, der Hash ist jetzt mein Commitment auf diese Zufallszahl. Und jetzt ist das Protokoll auch schon fast fertig. Jetzt überlege ich mir eine Zufallszahl. Nehmen wir die 23. Also das ist jetzt Bob, sorry. Das ist jetzt mein Gegenüber. Der überlegt sich eine Zufallszahl und schickt sie mir. Ich kriege von meinem Gegenüber die 23 und ich schicke wiederum meine eigentliche Zahl, die Bob bis dahin nicht kannte, rüber. So. Und jetzt wird es ein bisschen weird, jetzt muss ich hier mal ein bisschen hochscrollen. Und jetzt ist das Protokoll auch eigentlich schon fast fertig, weil jetzt ist das Ergebnis unseres Münzwurfs die Addition beider Zahlen modulo 2. Und jetzt kommt 1 raus und das Ergebnis ist offensichtlich Kopf, weil 1 ist Kopf und 0 ist Zahl oder so. Und jetzt ist die berechtigte Frage, naja, aber woher weißt du denn, dass niemand geschummelt hat? Naja gut, ich muss natürlich dann noch den Hash überprüfen. Und zwar überprüfe ich, ob das, was ich nun bekommen habe, ob ich die Zahl, die mir Alice geschickt hat, ob die mit dem Commitment übereinstimmt, was ich vorher bekommen habe. Und wenn das der Fall ist, dann können wir davon ausgehen, dass das dass unser Ergebnis ein randomisierter Münzwurf ist. Und das stimmt, das heißt, wir haben uns jetzt für den Tie entschieden. Und das Protokoll ist relativ einfach, nicht? Also das ist jetzt kryptografisch gar nicht so schwierig und dennoch haben wir es geschafft, diese unintuitive Funktionalität des Münzwurfs übers Telefon zu implementieren. Und jetzt versuche ich das hier wieder hinzubekommen. Den Münzwurf übers Telefon. Aufgeschrieben sieht das so aus. Wir wählen uns, und jetzt probiere ich das hier mit dem Pointer, total toll, ne? Die Leute im Stream können das jetzt nicht sehen, macht aber auch nichts. Wir wählen uns eine Zufallszahl, hashen diese, übertragen den Hash, lassen uns die Zufallszahl von dem anderen schicken, dann schicken wir unsere eigene Zufallszahl und unser Gegenüber stellt sicher, dass wir uns an unser Commitment gebunden haben und an der und dann sind wir im Prinzip fertig, dann rechnen wir unser Bit aus. Und das alles ohne Trusted Third Party. Also nochmal, warum machen wir das alles? Wir machen das alles primär, um Trusted Third Parties aus dem Weg zu räumen. Weil wir nicht wollen, dass wir eine zentrale Instanz haben, der wir, naja, vertrauen müssen. Ein anderes Commitment-Protokoll, was ein bisschen, naja, anwendbarer ist vielleicht, auch in unserem Kontext, ist so eins, das ist, das Protokoll funktioniert sehr ähnlich, ist aber in den Details ein bisschen anders. Wir wählen uns einen zufälligen String statt einer Zahl und konkatenieren unsere eigentliche Nachricht mit diesem String, hashen das dann. Und der Hash ist unser Commitment und unsere eigentliche Nachricht und unser Zufallsstring sind dann später der Verifier, der Opener, mit dem unser Gegenüber später sicherstellen kann, dass wir wirklich unsere Nachricht benutzt haben. Das sind Commitments. Und nun kann man sich fragen, naja gut, Tobias, warum erzählst du uns das alles?
Ich erzähle das, weil wir wollen Schiffe versenken spielen. Ne? Immer ein bisschen. Ich muss immer versuchen, nach unseren kleinen Ausbrüchen in die kryptografische Welt immer ein bisschen wieder zurückzukommen auf das Schiffe versenken. Und jetzt haben wir gerade Commitments gesehen. Und warum machen wir Commitments? Naja, wir machen Commitments, weil wir wollten verhindern, dass Alice uns anlügt bezüglich des Wassers oder des Schiffes, was sich unter einem Feld befindet. Und das Spielfeld, wir erinnern uns, ist im Prinzip so eine Art Matrix. Und da kann man sich vorstellen, dass da Bits drin sind. 0 für Wasser, 1 für Schiff oder andersrum. Und darüber könnte man ja Commitments machen. Nicht? Ich könnte mich ja auf diese Bits committen. Und diese Commitments, die könnte ich verschicken. Ne? Und wir wissen, Commitments, die erlauben es uns, wegen der zwei Eigenschaften der Commitments, können wir unsere Meinung später nicht mehr ändern. Und zweitens, der Gegenüber erfährt nichts über den eigentlichen Wert. Das ist ja eigentlich ziemlich clever. Das ist ja genau das, was wir wollen. Wir schicken also die Commitments. Bob wählt sich ein Feld auf, welches er aufgelöst haben möchte. Alice schummelt. Alice sagt, es ist Wasser drin. Aber weil wir uns das Commitment geben lassen, den Öffner für das Commitment, können wir nachvollziehen, dass da gar kein Wasser ist, weil vorher hat sich Alice auf Schiff committed und nicht auf Wasser. Total gut. Das waren Commitments in 5 Minuten oder so. Wir haben ein anderes Problem. Wir haben nicht nur das Problem der falschen Antworten. Das ist ein großes Problem, fair enough. Wir haben aber noch ein anderes Problem. Wir haben das Problem der gültig gesetzten Schiffe. Nicht? Also wir haben gesagt, das Spielfeld muss besetzt sein in einer regelkonformen Art und Weise. Die Schiffe dürfen zum Beispiel nicht aneinander sein. Wenn das keine Regel ist, dann machen wir diese Regel, dann erfinden wir jetzt diese Regel. Wir haben andere Regeln, die es uns nicht erlauben, so ein Schiff um die Ecke zu bauen, beispielsweise. Und wir müssen also sicherstellen, dass die Regeln eingehalten werden und wir wollen diese Regelverletzung möglichst schnell bemerken. Nun könnte man sagen, naja, wir haben doch gerade die Commitments gehabt und am Ende des Spiels könnte man alle Commitments auflösen und dann weiß man ja, an welcher Stelle sich Wasser und an welcher Stelle sich ein Schiff befunden hat und dann könnte man ja sehen, ob die Schiffe regelkonform platziert wurden. Ja, ist richtig, kann man machen. Aber dann wäre der Vortrag jetzt zu Ende nach 5 Minuten. Das wäre ein bisschen doof. Und es wäre, naja, auch ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn man annimmt, dass die Rundenfunktion in diesem Schiffe versenken relativ teuer ist, dann möchte man die Regelverletzungen vielleicht schon vorher bemerken. Nicht? Also wenn man annimmt, dass eine Runde von dem Abschießen sehr teuer ist, dann möchte man nicht 10-mal oder 10 Runden investieren, sondern man möchte schon gleich nach dem ersten initialen Platzieren der Schiffe das Spiel abbrechen, weil man nicht mit einem Schummler spielen möchte oder so. Jetzt ist also die Frage, die wir uns stellen, wie wir beweisen können, dass unsere Schiffe richtig stehen, ohne dass wir dem Gegenüber mitteilen, wie unsere Schiffe stehen. Wir haben das Requirement, dass wir eine Aussage treffen wollen, eine bindende Aussage treffen wollen, ohne dass wir verraten, ohne dass es dem anderen möglich ist, leichter unsere Schiffe abzuschießen. Und insbesondere muss unser Gegenüber von dieser Aussage hinreichend überzeugt sein, nicht damit er mit uns weiterspielt. Dafür benutzen wir Zero Knowledge Proofs. Jetzt wird es ein bisschen tougher, aber wir probieren das ein bisschen anschaulicher zu machen, was ein Zero-Knowledge-Proof ist. Die Zusammenfassung ist ein interaktiver Beweis einer Aussage, ohne dass man mehr als den resultierenden Wahrheitswert rausfindet. Gut, jetzt kann man sich fragen, was heißt das? Das sind jetzt Aneinanderreihungen von Wörtern, denen man irgendeinen Sinn entlocken muss. Es gibt eine In unserem Kontext heißt das, in dem Battleship-Kontext heißt das, dass wir beweisen wollen, dass wir den Wahrheitswert ermitteln wollen der Aussage, dass die Schiffe, die ich platziert habe, auf die ich mich gerade committe, korrekt platziert sind. Das ist die Aussage, die wir dem Gegenüber beweisen wollen, ohne dass der Gegenüber mehr erfährt. So ein Zero-Knowledge-Proof
Wird gerne erklärt mit der Alibaba-Höhle. Es gibt ein nettes Papier, in dem diese in dem erklärt wird, wie man denn Zero Knowledge Proofs für Kinder erklärt. Und diese Geschichte ist ganz, ganz niedlich. Die Geschichte geht so, dass es eine Höhle gibt mit einer Tür. Nicht? Also innerhalb dieser Höhle, innerhalb dieses Rings, dieser Höhle ist eine Tür, die nur mit einem magischen Wort aufgeht. Simsalabim oder Abracadabra oder sowas. Und dieses geheime Geheimwort, Alice behauptet, ihr ist dieses geheime Geheimwort bekannt. Aber also dieses geheime Geheimwort möchte sie nicht preisgeben. Dennoch möchte sie den Prover davon überzeugen, Bob davon überzeugen, dass sie das Wort kennt. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann Alice den Beweis erbringen, dass sie das geheime Geheimwort kennt, ohne dass sie das preisgeben muss? Und die Antwort auf diese Frage ist dann der Zero Knowledge Proof. Und die Erklärung geht so. Alice geht in diese Höhle, Bob wartet draußen, Alice geht rein und Alice geht entweder nach links oder nach rechts. Bob kommt hinterher und fordert Alice auf, entweder links oder rechts rauszukommen. Und in 50% der Fälle muss Alice durch die Tür gehen. Nicht? Also weil entweder ist Alice von vornherein über links gegangen und wenn Bob dann sagt, komm über links zurück, dann muss Alice einfach wieder zurückgehen, ohne durch die Tür zu gehen. Wäre Alice aber rechts rumgegangen, dann muss sie zwangsläufig durch die Tür kommen, wenn Bob sagt, komm über links. Und das, Alice kann nur über links kommen, wenn sie auch das geheime Geheimwort kennt, nicht? Weil sonst versperrt die Tür den Weg. Und nun ist es hat Alice eine 50%ige Chance, dass in einem Schritt zu schaffen, ohne das geheime Geheimwort zu kennen, nicht? Weil wenn sie über links geht und über links zurückkommen soll, dann musste sie nicht durch die Tür. Deswegen ist ein Experiment wahrscheinlich nicht sehr clever von Bob. Bob möchte das wahrscheinlich 100 Mal machen oder wie oft auch immer Bob das wiederholen will, bis er davon überzeugt ist, dass Alice wirklich das geheime Geheimwort kennt. Ja, und also nachdem die das 100 Mal gemacht haben, dann kann Bob sich hinreichend sicher sein, dass Alice das geheime Geheimwort kennt und Bob hat nichts über das geheime Geheimwort gelernt. Dennoch ist Bob davon überzeugt, dass Alice das geheime Geheimwort kennt. Und das ist Zero Knowledge für Kinder. Das befriedigt euch natürlich nicht, weil wir sind ja hier Kryptografen. Wir wollen ein bisschen mehr Formeln und ein bisschen mehr interessantere Zeichen auf den Folien sehen. Und deswegen übergebe ich an Lennart, der das viel besser erklären kann als ich. Was hindert denn Bob daran, mit Alice zusammen reinzugehen? Nochmal? Nee, das... Ja. Der Kommentar ist, es ist unbefriedigend, dass man das 100 Mal ausprobiert und dann wird es wohl schon stimmen vielleicht. Das ist korrekt, ist ein probabilistischer Test. Deswegen machst du das 100 Mal, weil mit jedem Mal hast du 50% Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass Alice das jedes Mal richtig macht, ist 2/100 oder so. Das ist, oder die Wahrscheinlichkeit, dass Alice das jedes Mal richtig macht, ohne das Wort zu kennen, ist 2/-100, das ist relativ gering. Deswegen machst du das so oft. Das ist bei probabilistischen Sachen so. Wenn dir das noch nicht gefällt, dann machst du es 1000 Mal. Hast du 2/-1000. Der Kommentar war, wenn sie von einer Seite zurückkommt, von einer Seite rauskommt, dann kann man sie einfach auf die andere Seite wieder schicken, dann wird sie schon das Wort kennen. Ja, genau. Deswegen, du siehst vorher nicht, wo sie hingeht. Weißt du? Das ist so ein bisschen... Deswegen, das Experiment geht so, dass du nicht weißt, was sie macht. Ist Blackbox-mäßig. Das macht den Angreifer stärker. Und man versucht immer, sich von einem starken Angreifer
naja, auch den starken Angreifer zu schlagen. Und wenn man das kann, schlägt man auch schwächere Angreifer. Lennart, bitte. Also, in. Hört man das? Gibt es hier den Soundmenschen? Nee, manchmal dauert das ein paar Sekunden. Probier mal. Fubar. Jetzt ist an? Okay, naja, die Hülle gibt es ja in vernünftigen Problemen nicht. Und in diesem Fall ist die Wahl, die Alice zu Anfang trifft, ein Commitment. Und dazu soll dann diese Analogie sein. Aber jetzt vielleicht eher mal zu ein paar Formalismen. Also wir haben gesagt, es geht um einen Beweis. Und so Beweise kennen wir aus der Mathematik. Das sind irgendwie eine Reihe von Aussagen. Aber hier haben wir jetzt interaktive Beweise. Und ein interaktiver Beweis ist irgendwie ein Protokoll zwischen zwei Parteien. Wir haben den Prover, der irgendwie ein Statement beweisen möchte, und ein Verifier, der das dann verifizieren möchte. So, ein Statement ist in diesem Fall irgendwie ein String X, und es soll bewiesen werden, dass dieser String X in einer Sprache an Strings drin ist. Und ein Beweis, man soll natürlich richtige Aussagen beweisen können, falsche jedoch nicht, und deswegen fordern wir irgendwie Completeness, also für jedes X, was tatsächlich in dieser Sprache L drin ist, fordern wir, dass nach der Interaktion von Prover und Verifier der Verifier dann akzeptiert. Das heißt, er nimmt den Beweis dann noch an. Auf der anderen Seite, Soundness, für alle X, die nicht in diesem L drin sind, also für diese Aussage nicht gilt, für die akzeptiert der Verifier nur mit geringer Wahrscheinlichkeit. So, das ist jetzt erst nur mal ein interaktiver Beweis. Und jetzt die Frage, was hat das Zero Knowledge zu tun? Dafür müssen wir uns mal überlegen, was heißt jetzt Knowledge in diesem Sinn? Im Prinzip haben wir irgendwie zwei Turing-Maschinen, die miteinander reden. Und was heißt es überhaupt, dass eine Maschine irgendwie was weiß? Das ist nicht so ganz klar. Und jetzt können wir mal sagen, dass Alice, die kann irgendwie eine Menge an Dingen berechnen. Und also eine Menge an Dingen effizient berechnen, also in probabilistischer Polynomialzeit. Und wenn sie danach mit Bob interagiert, kann sie da anschließend wieder eine Menge an Dingen berechnen. Wenn diese Menge gleich der ersten ist, also sie nichts Neues effizient berechnen kann, dann hat sie durch die Interaktion auch nichts gelernt. Kann sie jedoch irgendwas berechnen, was sie vorher nicht berechnen konnte, wieder effizient, also in Polynomialzeit berechnen, dann hat sie etwas durch die Interaktion gelernt. Und wir wollen, dass durch diesen Beweis sowas nicht zustande kommt. So, okay. Wichtig dafür ist irgendwie der Begriff eines Views. Das ist so die Sicht einer Partei in einem Protokoll. Und das ist im Prinzip eine Zufallsvariable, die enthält irgendwie die random Input von dieser Partei, diese öffentliche Eingabe X und alle Nachrichten, die sie empfangen hat. Und wir können jetzt sagen, wenn wir den View einer Partei simulieren können, nur gegeben dieses X, dann ist der Beweis auch Zero Knowledge. Also wenn wir das, was die Partei sieht, wenn sie mit dem Prover redet, auch durch irgendwie einen Simulator generieren können, dann hat sie ja offensichtlich nichts gelernt, denn der Simulator kennt jetzt gar nicht irgendwie das Geheimnis, er kennt nur die öffentliche Information X. Und dann wird es für so ein Zero-Knowledge-Protokoll wird halt gefordert, dass für jeden möglichen Verifier vor Stern, der mit dem Prover redet, dass man dessen View simulieren kann. Und ja, also alles, was er danach berechnen könnte, könnte man auch vorher berechnen, denn man könnte ja diesen Simulator ausführen und dann hat man das Gleiche gelernt. So, von Zero Knowledge jetzt zu einem etwas generelleren Problem, und zwar Secure-to-Party-Computation. Und da geht es jetzt nicht nur um einen Beweis, sondern um irgendeine effiziente Funktionalität f. Wir haben jetzt Alice und Bob, und die wollen zusammen eine Funktion f evaluieren, und jeder hat eine Eingabe und jeder bekommt nachher eine Ausgabe. So, Alice gibt jetzt irgendwie so ein x ein und erhält dann dieses f1, und Bob gibt das y und erhält das f2 von x und y.
Wichtig dabei ist, die Parteien sollen jeweils nichts anderes lernen außer ihre Ausgabe. Das heißt, Bob, also die Sicht von Bob, die kann man auch wieder simulieren, gegeben nur Bobs Y und dieses F2 oder die Eingaben und seine Ausgabe. So, ein frühes Beispiel dafür ist Jaos Millionärsproblem. Stellen wir uns vor, Alice und Bob sind Millionäre und die wollen wissen, wer von beiden hat mehr Kohle. Und die Funktionalität in diesem Fall ist relativ einfach. Wir haben irgendwie so ein kleiner gleich. Und die Ausgabe ist dann irgendwie eine 1, wenn Alice höchstens so viel Geld hat wie Bob. Und andernfalls ist die 0. In diesem Fall ist die Ausgabe für Alice und Bob ist die gleiche. Und das wird auch im Folgenden so bleiben. Solche Funktionalitäten kann man irgendwie in einem Schaltkreis kodieren. Also wie auf einer, wie in einem ja, logischen Schaltkreis kann man irgendwie Funktionen so aufschreiben. In diesem Fall haben wir einen Halbaddierer mit zwei Eingaben A und B und zwei Ausgaben, die Summe S und irgendwie ein Carry-Bit ist hier out. Dazu können wir irgendwie die Wahrheitstabelle aufschreiben. Wenn jetzt A und B 0 sind, sind die Ausgaben auch wieder 0. Und dann können wir uns vorstellen, dass dieser Schaltkreis viel größer ist und eine viel kompliziertere Funktion kodiert und dass dann irgendwie die Hälfte der Eingaben von Alice stammt und die andere Hälfte von Bob. Und jetzt ist die Frage, wie kann man so einen Schaltkreis auswerten, ohne dass eine Partei irgendwas über die Eingabe der anderen erfährt. Um wieder zu unserem Schiffe versenken zurückzukommen. Wir haben hier auf der einen Seite das Geheimnis von Alice, ihr Board, und auf der anderen Seite, okay, jetzt kein Geheimnis, aber Bob hat ja die Commitments erhalten und die können auch als Eingabe fungieren. So, jetzt bauen wir einen Schaltkreis aus zwei Funktionen zusammen. Einmal überprüfen wir dieses Board, was da eingegeben würde. Ist das wirklich valide? Entspricht das den Regeln? Und darf man damit spielen? Als zweite Funktionalität ist die Frage, passt dieses Board, was da eingegeben wurde, auch zu den Commitments, die Bob empfangen hat? Und nur wenn beide wahr sind, wenn beide Aussagen wahr sind, dann kann Bob überzeugt sein, dass er gerade nicht betrogen wird. Deswegen verbinden wir die beiden Funktionalitäten mit einem und erhalten zum Schluss ein Bit. Ja, es ist valide und die Commitments stimmen, oder 0, nein, da ist irgendwas faul. So, jetzt steht immer noch die Frage im Raum, wie kann man sowas evaluieren? Und dazu kommen wir zu Jaos Protokoll. Und das sieht jetzt erst mal etwas kompliziert aus. Und jetzt werden wir schrittweise durchgehen. Also als Eingabe gibt es erstmal irgendwie einen Circuit, der irgendwie eine Funktion beschreibt. Alice gabelt diesen Circuit, da sehen wir gleich, was das was da passiert. Und Alice gibt irgendwie so ein X ein, in diesem Fall die Schiffe, und Bob gibt ein Y ein, in unserem Fall die Commitments. So, wie gesagt, war der erste Schritt, dass Alice den Gabel-Circuit erstellt. Und da habe ich als Beispiel wieder diesen Halbaddierer mitgebracht, weil es ein kleiner, nicht trivialer Schaltkreis ist. So, wir haben diesen Schaltkreis, bestehend aus irgendwie zwei Gattern, dem XOR und dem UND, und eine Menge an Wires oder Kabeln, die diese Gatter verbinden. So, als ersten Schritt generieren wir für jede Verbindung in diesem Schaltkreis zwei Schlüssel. Irgendwie einen weißen Schlüssel und einen schwarzen Schlüssel, wobei die Schlüssel entweder dem Wert 0 oder dem Wert 1 zugeordnet sind. Wenn man von außen draufschaut, sehen die Schlüssel aber gleich verteilt aus. Also gegeben ein Schlüssel kann man jetzt nicht sagen, ist das jetzt ein weißer Schlüssel oder ein schwarzer Schlüssel. Nur Alice weiß beim Erstellen, welcher Schlüssel zu welchem Wert gehört. So. Jetzt schauen wir uns mal irgendwie ein Gate an und wir erinnern uns ja, wir können irgendwie so eine Wahrheitstafel aufstellen. Und jetzt haben wir hier irgendwie sechs verschiedene Schlüssel und kombinieren die dann. Im ersten Fall nehmen wir irgendwie
die weißen Schlüssel, also die Nuller-Schlüssel von den Eingaben A und B und benutzen die beiden, um dann den Nuller-Schlüssel von C zu verschlüsseln. Dann können wir uns das irgendwie vorstellen als eine Box mit zwei Vorhängeschlössern und in diese Box tun wir dann so einen weißen Schlüssel rein und verschließen die mit zwei Vorhängeschlössern, die auch zu den weißen Schlüsseln gehören. Das Ganze können wir für jede Kombination von den Eingabeschlüsseln machen und erhalten dadurch vier verschlossene Kisten. Da wir hier ein UND-Gatter haben, UND gibt nur wahr aus, wenn beide Eingaben wahr sind, also 1, und haben wir in diesem Fall einfach in der letzten Zeile einen schwarzen Einserschlüssel in der Kiste. Und zwar mit beiden unter zwei Einserschlüsseln verschlüsselt. So, das Ganze können wir jetzt für jedes Gatter in diesem Schaltkreis machen und erhalten damit die Gabel-Circuit. So, diese Tabellen, die wir gerade erstellt haben, die werden nun zu Bob geschickt und um den Circuit dann auszuwerten, braucht er noch die Eingabeschlüssel, also die Schlüssel von den Eingabebits. Und da bekommt er dann genau einen Schlüssel für jedes Eingabebit. Aber da gibt es ein kleines Problem. Wenn wir uns jetzt den Halbaddierer anschauen und denken, das A kommt von Alice und das B von Bob, dann soll Bob genau einen Schlüssel zu jeder Eingabe bekommen. Alice kann den Schlüssel zu ihrer Eingabe einfach rüberschicken, aber Bob kann nicht einfach nach dem richtigen Schlüssel fragen. Denn sagt er, ja, ich brauche den Schlüssel für 0, hat er auch gleichzeitig seinen Input verraten. Und schickt Alice einfach beide Schlüssel rüber, so kann Bob nachher mehr berechnen, als er eigentlich sollte. So. Um dieses Dilemma zu lösen, benutzen wir eine Primitive namens Oblivious Transfer. Und das erlaubt genau dieses Problem zu lösen. Alice hat. Wir sprechen jetzt nochmal wieder aus, nicht in unserer Story. Wir erzählen gerade eigentlich von Yaos Protocol. Und um Yaos Protocol zu realisieren, müssen wir gerade nochmal einen kleinen Ausflug in Oblivious Transfer machen. Und dann rippelt sich das gleich wieder so langsam alles zurück. Und dann werden wir wieder verstehen, wieso wir im Rahmen von Battleship darüber reden. Genau. So, Alice hat ja diese zwei Schlüssel. Und Bob möchte genau einen davon haben. Und zwar soll Alice nicht wissen, welchen Schlüssel er bekommt und Bob soll auch nur genau einen Schlüssel bekommen. Und Oblivious Transfer löst halt genau dieses Problem. Man könnte sich das jetzt vorstellen, hätte man eine Trusted Third Party, in diesem Fall heißt die Party Trent, dann könnte man ja die ganzen Eingaben zu dieser Party schicken. Die Party sucht dann den richtigen Schlüssel raus und schickt ihn dann wieder zu Bob zurück. Ja, wir nehmen ja an, solche Trusted Third Parties gibt's nicht. Und da haben sich ein paar Menschen hingesetzt und andere Protokolle entwickelt, sodass zwei Parteien dieses Problem allein lösen können. Beispielsweise mit RSA. RSA kennt ihr alle und ja, diese Folie möchte ich jetzt nicht durchgehen, aber man kann halt ein bisschen rumrechnen, Eigenschaften von RSA ausnutzen und damit dieses Problem lösen. So. Also da ist Slide einfach nur mal als Referenz, dass man da nochmal reinschauen kann, wenn man möchte. Und das ist ja auch eigentlich eine ganz coole Funktionalität, kryptografisch gesehen, nicht? Also Oblivious Transfer. Mit Oblivious Transfer können wir uns einen Wert geben lassen von Alice und Alice weiß gar nicht, was sie uns gibt. Ist ja auch ein bisschen verrückt, wenn man sich das eigentlich überlegt. Ganz intuitiv ist das nicht, diese Funktionalität. Aber mit relativ einfachen Methoden, also in dem Fall mit wohlverstandener RSA-Verschlüsselung, kriegen wir es hin, diese Funktionalität zu implementieren mit Kryptografie. Also wir können uns von Alice einen Wert geben lassen und Alice weiß gar nicht, was sie uns gibt. Und das ist genau die Funktionalität, die wir für unseren Gabel-Circuit brauchen. Sorry. So. Als letzten Schritt, jetzt hat Bob alles, was er braucht, den Circuit und die Input-Keys, kann diesen Circuit evaluieren. So, das heißt, er hat die Keys und dann geht er wieder Gate für Gate diesen Circuit durch und evaluiert die nacheinander. Wir erinnern uns, für jedes Gate haben wir so eine Anzahl an Kisten. Und von außen kann man der Kiste jetzt nicht ansehen,
mit welchen Schlüsseln wurde die verschlossen und was liegt drin. Und den Schlüsseln selbst sieht man jetzt auch nicht an, sind das jetzt Einsen oder sind das Nullen. Das sind einfach uniform verteilte Strings. So. Aber Bob hat ja jetzt zwei Schlüssel und vier Kisten. Und dann kann er jetzt versuchen, die Kisten aufzuschließen mit diesen Schlüsseln. Bei der ersten Kiste funktioniert es nicht, nur ein Schlüssel passt. Aber er kann jetzt durchprobieren und nach Konstruktion geht genau eine von diesen Kisten auf. Das heißt, er kann genau einen Schlüssel wieder entschlüsseln. Und dieser Schlüssel wird dann der Ausgabe von diesem Gate zugeordnet. Auf diese Weise kann er durch den ganzen Circuit iterieren und alle Gatter evaluieren. Und zum Schluss erhält er dann Schlüssel passend zu den Ausgaben. So, für jede Ausgabe kann Alice ihm dann sagen, kann ihm Alice eine Tabelle geben, die Schlüssel auf Zahlen 0 oder 1 zuordnet. Und damit erhält Bob dann schließlich Werte 0 oder 1, also einzelne Bits. Und das ist dann auch die Ausgabe dieses Circuits oder der Funktion, die da berechnet wurde. Und wenn wir jetzt nochmal den Überblick ansehen, dann sieht das vielleicht nicht mehr ganz so erschreckend aus. Wir hatten, dass Alice den Circuit gabelt, dann zu Bob schickt und dass diese Input-Keys übertragen werden. Das hatten wir mit Oblivious Transfer gelöst und anschließend konnte Bob den Circuit evaluieren und erhält irgendwie eine Ausgabe F von X und Y. Diese Ausgabe kann er dann zu Alice schicken und Alice erhält dann ebenfalls die Ausgabe. Wenn jetzt geheime Werte da drin stehen sollen, also Alice und Bob unterschiedliche Ausgaben bekommen sollen, dann kann man die da verschlüsselt in dem F von X und Y unterbringen. So, dann ein paar Worte zu der Implementation. Ich habe Schiffe versenken implementiert in C++ und das kann man dann übers Netzwerk spielen. So, Secure-to-Party-Computation habe ich eingebaut mit dem Framework AVI. Das wird hier von der Encrypto-Gruppe an der TU Darmstadt entwickelt. Und das habe ich benutzt, um dann JAWS-Protokoll auszuführen. Dazu gibt es irgendwie zwei Benutzerschnittstellen. Einmal irgendwie was auf Encursus, was man schön mit HJKL durchnavigieren kann und Schiffe abschießen kann und irgendwie was zum Klicken. So, jetzt die Frage, wie erstellt man so ein Circuit? Und da ich sowieso SHA-3 oder Ketchup für die Commitments benutzt habe, habe ich hier mal einen Ausschnitt ausgegraben. Das ist einfach normales, ein Teil von Ketchup in normalem C++. Und wenn wir das jetzt als AVI-Circuit implementieren wollen, dann ersetzen wir einfach die XORs und die Rotation durch ein Put-XOR-Gate. Und das ist ziemlich straightforward und dann kann man seinen Algorithmus auf Integern oder Bits in so einen Circuit übertragen. Und den kann man dann anschließend in der JAWS-Implementation von AVI ausführen lassen. So, jetzt vielleicht noch die Frage, wie teuer ist denn das Ganze? Naja, so für einen Zero-Knowledge-Proof in dem Schema, also ein Beweis der Aussage, das Board, auf das ich mich committed habe, ist valide, das braucht irgendwie so 20 Millionen Gates. Ich habe irgendwie SHA-3 256 benutzt, davon kostet eine Version irgendwie 200.000 Gates und ich muss das irgendwie 100 Mal rechnen. So ein Spielfeld hat ja 100 Zellen. Das Spielfeld selbst zu verifizieren, das hat nur irgendwie so 35.000 Gates gekostet. Das ist also quasi nichts im Vergleich. Die Laufzeit, so im LAN dauert es irgendwie 8 Sekunden und über DSL dauert es ein bisschen länger. Das ist, die Laufzeit ist abhängig von der verfügbaren Bandbreite. Denn, wie gesagt, dieser Circuit ist ziemlich groß und da muss auch gegabelt werden, übertragen werden und das dauert eine Weile. Speicher belegt das Ding fast 2 Gigabyte und übertragen wurden irgendwie 128 Megabyte. Dazu soll gesagt sein, es wurde nicht optimiert auf irgendwie Performance oder Speicherverbrauch. Da ist jetzt noch die Frage, das dauert jetzt ziemlich lange und ist irgendwie ziemlich riesig, kann man das noch irgendwie optimieren?
Ja, kann man. Ich habe jetzt SHA-3 benutzt. Das ist irgendwie eine moderne Hash-Funktion und wir sind im Moment davon überzeugt, dass niemand in absehbarer Zeit irgendwie eine Kollision findet oder Pre-Image zu einem random Hash findet. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben für Schiffe versenken. Eine Partie braucht vielleicht irgendwie eine halbe Stunde. Und dann würde es auch ausreichen, eine Hash-Funktion zu nehmen, die in einer halben Stunde niemand brechen kann. Und damit kann man dann auch diese Circuits wesentlich verkleinern. Zum Beispiel die kleinste Variante von Hash-Ketchup braucht nur irgendwie ein Zehntel der Anzahl an Gates. Und es gibt auch noch spezielle Funktionen für Embedded-Systeme, die dann weniger Ressourcen brauchen. Und trotzdem wird das ist das Sicherheitsniveau dann immer noch ausreichend für Battleship. So, ich glaube, wir sind auch schon leicht über der Zeit. Ein, ja, wie gesagt, kleinerer Circuit, effizientes Protokoll. Ein Fazit dazu, Zero Knowledge und Two-Party Computation sind, ja, man kann sie benutzen, sind praktikabel. Es wird in letzter Zeit immer noch dran geforscht, das Ganze schneller zu machen. Und man kann mit diesen Methoden interessante Probleme lösen. Allerdings sind die jetzt nicht so weit verbreitet. Und dazu gibt's halt irgendwie so ein paar, ja, Punkte. Also einmal, zumindest bei mir in der Uni, wurde nie drüber geredet. Und es gibt nur irgendwie an manchen Unis Lehrveranstaltungen zu sowas. Und wie gesehen sind die Definitionen nicht so ganz intuitiv. Also die Geschichte mit der Simulation von irgendwelchen Views, das ist jetzt nicht unbedingt so eingängig, wie ich verschlüssele eine Nachricht. So irgendwie zur Verschlüsselung, das ist irgendwie seit Jahrtausenden bekannt und da kann jeder irgendwie, kann das irgendwie nachvollziehen, was das sein soll. Diese komischen Beweise vielleicht eher weniger. Außerdem die Software, die zur Verfügung steht, das sind meistens Implementationen von Forschern entworfen und vielleicht für andere Forscher und jetzt nichts, was irgendwie ein normaler Entwickler benutzen kann und dann irgendwie in einer Library dazu linken kann. Das ist also etwas unbequem zu benutzen. Ja. Ja, und wir haben gesehen, dass die dass wir Krypto benutzen können, um so ein erstmal lächerliches Problem wie das Battleship lösen zu können. Aber die Hoffnung bleibt, dass mehr Leute mehr Krypto benutzen, mehr solche Krypto, mehr dafür sorgen, dass die Trusted Third Parties, eliminiert werden über Zeit. Und die Software gibt's im Internet, oder? Könnt ihr benutzen, das ABI hier aus Darmstadt ist zu gebrauchen und uns bleibt zu sagen, dass ihr mit eurem nächsten Projekt vielleicht überlegen könnt, ob ihr nicht von solcher eher modernen Krypto Gebrauch machen könnt, um eure Probleme zu lösen, anstatt mit einer Trusted Third Party zu reden. Damit sind wir durch. Wir sind selbstverständlich offen für Fragen. Bitte. Right. Der Teil, das... Also erstmal für das Internet, der Kommentar war, der zweite Teil, der war ein bisschen unübersichtlich vielleicht oder ein bisschen schnell, fair enough. Und der Teil mit dem, das muss ich 100-mal ausprobieren, das ist verloren gegangen vielleicht oder war nicht so deutlich, wenn ich das so grob zusammenfassen darf. Ja. Dass man diesen Beweis so oft wiederholen musste, das liegt tatsächlich in dieser Art von Beweis und ich habe jetzt einen anderen benutzt. Also es gibt durchaus Zero-Knowledge-Proofs, wo man etwas wiederholt, bis man dann eine zufriedenstellende Wahrscheinlichkeit hat, dass die Aussage auch wahr ist. Die laufen meist nach einem ähnlichen Schema ab. Ich committe mich auf irgendwas und dann werde ich herausgefordert und reagiere entsprechend und in einhalb der Fälle kann ich diese Herausforderung auch beantworten und in einer Hälfte nicht.
Aber diese Art von Beweisen sind für so Fragestellungen wie jetzt hier, dieses Board ist valide. Da sind die nur schlecht zu übertragen. Das kann man aber zum Beispiel für irgendwie Graphenprobleme machen. Sind irgendwie zwei Graphen isomorph zueinander oder gibt es da eine Färbung oder sowas? Da sind die Beweise dann eh nicht strukturiert. Also, wir hatten ja Two-Party-Computation. Der Kommentar war, es gibt die Knowledge Proof, die man nur einmal durchlaufen lassen muss. Sorry für das Internet. Wir hatten ja Two-Party-Computation. Und Two-Party-Computation garantiert uns, garantiert uns unter anderem auch Correctness. Wenn unsere Funktionalität dann beinhaltet, dass diese Aussage überprüft wird und wir die dann ausführen können, dann haben wir dadurch einen Zero-Knowledge-Proof erhalten. Und in diesem Fall müssten wir den dann auch nur einmal ausführen. Und? Also die ja, genau. Wir kommen zum Schluss. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sind selbstverständlich noch verfügbar zum Diskutieren. Merci beaucoup. Danke.